Herzlich willkommen zu den Glaubensgrüßen kurz nach dem Osterfest. Es wird wieder wärmer. Und das heißt, ich hole die Sommersachen für meine Kinder raus. Und was ich dabei gefunden habe, das erzähle ich Ihnen gleich. Aber zuerst möchte ich mit Ihnen beten. Wenn Sie ein Gesangbuch zu Hause haben, drücken Sie jetzt kurz auf Pause und schlagen die Nummer 707 auf. Und dann können Sie mit mir zusammen den Psalm beten. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden errettet. Es umfingen mich die Todesbande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Der Herr ward meine Zuversicht, er führte mich hinaus ins Weite. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Der Herr lebt. Gelobt sei mein Fels, der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Amen. Nun, als ich die Sommersachen für meine Kinder sortierte, nach Größe, was passt noch, was passt nicht, was können wir für den Sommer wieder gebrauchen, da fiel mir etwas in die Hände. Etwas, das meine Tochter, meine große Tochter gehütet hat wie einen Schatz. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Dieses kleine Samtförmchen, gefüllt mit bestem nordgriechischen Sand. Sie hat es aus dem letzten Urlaub mitgenommen, gehütet wie ein Schatz. Und das erinnert mich wieder daran, dass wenn der Sommer naht, es auch Sandzeit ist bei uns im Haus. Wir haben einen Sandkasten im Garten und im Sommer ist der Sand überall. Man bekommt ihn einfach nicht mehr weg. Genauso ist es ein bisschen mit Gott. Gott ist wie Sand. Er ist immer und überall. Gott ist immer und überall. Das ist mein Gedanke, als ich diesen Sand in den Fingern hatte. Er begleitet mich vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Bei all dem, was ich mache, ist er mit dabei. Manchmal nehme ich wahr, dass Gott da ist, manchmal aber auch nicht. Aber wie bei Sand auch, gibt es manchmal Orte, an denen kann ich Gott ganz besonders fühlen. Zum Beispiel in der Kirche. Oder wenn ich bete, dann kann ich richtig in Gottes Gegenwart eintauchen. Vielleicht ist es so, wie wenn man mit Füßen in den warmen Sand sich eingräbt am Strand. Wenn man die Sandkörner zwischen den Fingern hindurchrieseln lässt. Das ist doch herrlich, so schöner, warmer Sand am Strand. Zu Hause ist dann der Sand weniger schön. Wenn er überall ist, wenn es knirscht und wenn es rausrieselt, und wenn ich ihn noch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später in den Kleidern unserer Töchter wiederfinde.
dann nervt der Sand auch ganz schön. Und so ist es bei Gott auch. Zu besonderen Zeiten ist Gottes Gegenwart herrlich. Aber im Alltag, da nervt mich Gott auch manchmal. Wenn die Fragen an mich selbst in meiner Seele knirschen wie Sand im Getriebe. Ist das eigentlich gut, was ich da gerade mache? Ist das gut für die anderen? Ist das gut für den Frieden? Ist das gut für die Umwelt? Ist das gut gegen Corona? Ist das gut, was mir eigentlich Gott anvertraut hat? Gott ist wie Sand. Er ist überall. Mitunter ist er nervig. Aber er dringt auch bis in die kleinsten Ritzen meines Lebens hinein. Und er durchflutet mich. Er bringt mich auch dazu, herauszufinden zu wollen, was gut ist in meinem Leben. Er stellt mir Fragen, die knirschen, aber er bringt auch das Gute in mir zum Vorschein. Mein Kind in mir, das wieder Fragen stellt. Und das ist gut. Denn wenn wir aufhören, Fragen zu stellen, dann ist es eigentlich doch schon irgendwie vorbei. Gott ist wie Sand. Immer und überall, manchmal nervig, aber immer eigentlich herrlich. Denn er bringt uns dazu, wieder Kinder zu sein. Amen. Und so möchte ich mit Ihnen noch beten. Du Vater aller Menschen, du hast einen Frieden ohne Ende verheißen und eine neue Welt, in der Recht und Gerechtigkeit herrschen. Wir bitten dich, mische du dich ein. Sei du unser Sand im Getriebe, sei du überall um uns herum. Bring das Kind in uns wieder zum Vorschein, damit Frieden werden kann und Frieden bleiben kann. Mit Jesus, unserem Bruder, deinem Sohn und dem Geist der Wahrheit bitten wir dich heute und in Ewigkeit. Amen. Und mit dem Segen Gottes wünsche ich dir noch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende.